Am Dienstagmorgen hat Pellegrino Matarazzo seine erste Trainingseinheit als neuer Trainer des VfB Stuttgart abgehalten. Die Ziele sind klar gesteckt, der 42-Jährige soll den VfB zurück in die Bundesliga führen. Ziel ist ganz klar, gute Arbeit abzuliefern, einen attraktiven Fußball zu spielen und auch natürlich aufzusteigen, darum geht's. Ja, und in Zukunft werden wir sehen, was möglich ist in der Bundesliga. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Tim Walter setzt Matarazzo in Sachen Spielstil weniger auf Ballbesitzfußball. Dominanz durch Spielbestimmung, ja, und durch Spielkontrolle möchte ich das erreichen. Das heißt, in alle vier Phasen des Fußballs das Spiel zu kontrollieren. Und das tut sich meistens zeigen in die Anzahl von Großchancen, die man hat im Spiel. Doch ist der aktuelle Mannschaftskader gut genug, um die direkte Rückkehr in die Bundesliga klarzumachen? Ja, gut, wir haben jetzt eine Trainingseinheit hinter uns und tue ich aktuell noch die Mannschaft kennenlernen, auch von der Persönlichkeit her. Die Mannschaft ist, der Kader ist natürlich sehr gut. Aktuell gibt es keinen Grund, noch das zu verstärken. Für Pellegrino Matarazzo sei es eine Ehre, einen Verein wie den VfB Stuttgart trainieren zu dürfen. Auch da der Club aus Cannstatt trotz des Abstiegs weiterhin ein Besuchermagnet ist. Natürlich einen großen Stellenwert haben die Fans. Ich habe noch keine treffen können. Aber klar ist, diese Wucht, was im Stadion entstehen kann, ist großartig. Und wir wollen natürlich die Fans mitnehmen mit einem gewissen attraktiven Fußball und hoffentlich auch mit den richtigen Ergebnissen. Von Stuttgart hat Matarazzo noch nicht allzu viel gesehen. Das soll sich aber schon bald ändern. Leider noch nicht. Leider bin ich von 8 bis 22 Uhr im Büro in den letzten paar Tagen. Aber freue ich mich auf die Stadt und auch auf die Menschen. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause muss der VfB zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim ran. Anpfiff ist am 29. Januar um 18:30 Uhr.